Willkommen zu Let's Board Game und dem Video zu den bisher erschienenen Erweiterungen zum Spiel Exoplanets von Board & Dice. Die drei Erweiterungen sind Sterne, Gravitation bzw. Schwerkraft und tiefer Weltraum. Jede dieser Erweiterungen bringt neue Regeln und Komponenten mit ins Spiel, die das Spiel ein bisschen abwechslungsreicher machen und auf jeden Fall logisch ergänzen. Aber nun schauen wir uns die Erweiterungen doch einfach mal im Detail an. Die Sternerweiterung. Die Sternerweiterung bringt dementsprechend neue Sterne. Das heißt, diese Standardsonne wird aus dem Spiel genommen und die Spieler entscheiden sich, eine der Ersatzsterne auszuwählen. Hier könnte man zum Beispiel sagen, man nimmt den chaotischen Stern, der wird nun hier in die Mitte gelegt und ab jetzt gelten andere Regeln in diesem Spiel. Zum Beispiel der chaotische Stern, bei dem haben die Spieler die Möglichkeit, wenn zum Beispiel wenn in dem Fall ein Planet gesetzt wird, kann er in diesem Moment einen bestehenden Lebensmarker eines anderen Spielers oder von einem selbst nehmen und auf einen anderen Planeten setzen. Hierbei muss nur beachtet werden, dass die Kosten identisch bleiben. Das heißt also, ein Lebensmarker von einem Stufe 1 Planet darf auch nur auf einen Stufe 1 Planet versetzt werden. Hätten wir jetzt hier in dem Beispiel nicht, aber wenn zum Beispiel er jetzt hier wäre, der Spieler legt hier den Marker hin, dann kann er diesen Marker hier nehmen und hier übersetzen. Hierbei ist es egal, wie viele Marker hier schon drauf sind, wenn zum Beispiel jetzt hier grün schon einen hätten. Und hier könnte man auch noch den Orangen mit drauflegen und dann hier mit Gelb zum Beispiel siedeln. Wichtig ist, es dürfen in dem Falle keine Spezies-Marker versetzt werden und es dürfen auch keine Spezies durch diese Aktion entstehen. Dann gibt es noch weitere Sterne. Dann haben wir zum Beispiel hier den dynamischen Stern. Bei dem ist es so, dynamischen Stern. Hier ist es so, normalerweise bekommt man ja zu Beginn einer Runde also drei Ressourcen beim Planeten setzen. Einmal die Energie aus der Sonne, die beiden Energie- und Wassertokens der Planeten, die man platziert hat. Und in diesem Falle bekommt man immer eine Ressource, die hier angezeigt wird. Also wenn ich hier auf dieser Seite baue, bekomme ich jetzt Energie, Wasser und noch den Wasser vom dynamischen Stern. Dann haben wir noch den roten Zwerg. Bei denen ist es so, dass man die Möglichkeit hat, bestehende Weltraumplättchen, die schon im Spiel sind, auszutauschen. Wenn als Beispiel jetzt schon hier ein +2-Marker drunter wäre, habe ich die Möglichkeit, in dieser Runde, nachdem ich einen Planeten ausgespielt habe und das Weltraumplättchen auf die Hand genommen habe, einen Marker hier auszutauschen. Also ich könnte jetzt entscheiden, okay, ich platziere hier einen Planeten, kriege die Karte auf die Hand, denkt, ah, okay, hier -3, dann kriegt der hier ein Minus. Dann kann ich den austauschen und der Marker kommt in die Box. Wenn man das einmal gemacht hat, kann man es nicht mehr zurücknehmen. Also wenn man sich entschieden hat, den auszutauschen, ist es ja entschieden, dass man das auch dementsprechend so machen muss. Zu guter Letzt haben wir noch den blauen Giganten. Dieser ist auch ganz nett. Bei diesem ist es so, man kann, nachdem man einen Planeten gesetzt hat, entscheiden, dass ein Spieler seinen Lebensmarker von einem Planeten wieder zurücknehmen muss. Dieser kann sich nun beliebige Ressourcen in Höhe der Kosten, die der Lebensmarker gekostet hat, aus dem Vorrat nehmen. Aber dementsprechend hat er hier seinen Lebensmarker nicht mehr drauf. Alternativ kann man auch ein Weltraumplättchen aus seiner Hand abgeben und bekommt dafür drei Ressourcen der Wahl. Das heißt, wenn ich den ablege, könnte ich sagen, okay, ich nehme ein Gas, ein Wasser und eine Energie und löse die ein und produziere hier wieder ein Leben. Wichtig ist, diese Aktion kann man nur einmal pro Runde machen. Also man kann jetzt nicht drei Stück rausfeuern und hat dann neun Ressourcen in dieser Runde. Das waren die vier Sterne, die es in dieser Erweiterung gibt. Und als nächstes kommen wir zur Schwerkraftserweiterung. Die Schwerkraftserweiterung. In der Schwerkraftserweiterung kommt ein weiterer Zustand mit ins Spiel und hier kommen entsprechende Marker drauf. Bei zwei Spielern sind es 10, bei
drei Spielern 15 und bei vier Spielern sind es alle 20. Also entsprechend der Spielzüge der Spieler, also in dem Fall immer 5. Diese Marker bekommt man in dem Moment, wenn man einen Planeten im System erzeugt, nimmt man einen Marker auf die Hand und kann diesen nun in seiner Runde beliebig einsetzen. Wichtig, die kann man nur in seiner eigenen Runde einsetzen. Aktionsmöglichkeiten hat man 2 mit diesen Markern. Zum einen kann man sagen, okay, man setzt Schwerkraft ein, um einen seiner Ressourcenwürfel gegen einen beliebigen anderen auszutauschen. Das heißt, ich kann jetzt eine Schwerkraft einsetzen und bekomme statt dem Gas eine Energie und kann diese einsetzen, um Leben zu erschaffen. Eine weitere Möglichkeit, um die Schwerkraft einzusetzen, ist, Weltraumplättchen aus dem Spiel zu entfernen. Hierzu benötigt man 3 Schwerkraft-Tokens in 2- oder 3-Spieler-Spiel. Und wenn man zu viert spielt, kostet es nur 2 Schwerkraftmarker. Aber in diesem Falle, man spielt die 3 aus und das Weltraumplättchen wird aus dem Spiel genommen und kommt zurück in den Vorrat. Das war die Schwerkraftserweiterung. Und nun kommen wir zur tiefen Weltraumerweiterung. Die tiefe Weltraumerweiterung kommt mit 16 neuen Weltraumplättchen. Diese werden zu Spielbeginn einfach mit dem bereits vorhandenen Weltraumplättchen des Spiels vermischt und entsprechend der Platzierungsregeln dann auf dem Spielfeld platziert. Die Besonderheit bei den neuen Weltraumplättchen ist, dass diese jeweils 2 Optionen zur Auswahl haben, die man wählen kann. Hier zum Beispiel kann ich mich entscheiden, entweder ich bewege mit einem sofortigen Effekt ein Lebensmarker eines anderen Spielers auf ein beliebiges anderes Feld mit denselben Erschaffungskosten, oder alternativ kann ich hier den permanenten Zustand nehmen. Hier in dem Fall ist es Schutz vor Weltraumplättchen, das heißt, sobald ich das einmal unter einem Planeten platziert habe, kann dieser Planet nicht mehr von anderen Weltraumplättchen beeinflusst werden. Besonderheit hier ist auch in dem Fall, hier kann man sogar 2 Effektmarker bekommen, in dem Fall Schwarzes Loch und Sonneneruption. Aber dementsprechend hier eine schöne neue Variation für die Weltraumplättchen. Und davon gibt es gleich 16 Stück. So, das waren dann auch schon die 3 Erweiterungen zum Spiel Exoplanets. Meiner Meinung nach gehören diese Erweiterungen, wenn man das Spiel Exoplanets mag, mit in den Einkaufswagen und unbedingt mit in die Sammlung, da diese das Spiel auf jeden Fall um viele Variationen und Strategiemöglichkeiten bereichern. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Solltet ihr nun Fragen, Anregungen oder ähnliches haben, einfach in die Kommentare oder direkt per Nachricht an mich. Solltet ihr durch Zufall nur auf dieses Video gekommen sein und habt jetzt einfach mehr Interesse an Exoplanets, kann ich euch am Ende dieses Videos einfach nur die Links zu meinem Regelvideo und dem Let's Play empfehlen. Ich wünsche jetzt viel Spaß mit Exoplanets und seinen Erweiterungen und sag bis zum nächsten Mal. Ciao!